Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen um 8 Uhr, um gemeinsam das wichtigste Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu studieren, neben der Bhagavad-Gita, wie sie ist. Alle wurden sie übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und heute haben wir wieder einen besonderen Vers. Wir stecken tief im fünften Kapitel. Im fünften Kapitel des ersten Kantos haben heute den 28. Vers. Und ich habe heute wieder einen besonderen Gesprächspartner mit dabei, nämlich unseren lieben Nitai Gunamani aus Kleinburg-Wedel. Für alle, die nicht wissen, wo das ist neben Großburg-Wedel, ist doch klar. Hare Krishna, lieber Nitai Gunamani Prabhu. Nitai Gunamani ist schon circa 30 Jahre aktiv im Krishna-Bewusstsein, also er folgt diesem Vorgang schon fast 30 Jahre, glaube ich, kommt das hin ungefähr, ne? So plus minus. Und war auch lange mit Srila Prabhupads Büchern auf der Straße, auf diversen Fußgängerzonen und ist heute zertifizierter Gitarrenlehrer im Großraum Hannover. Also falls ihr Gitarre lernen wollt und dabei vielleicht noch was über Krishna erfahren wollt, dann ist Nitai Gunamani euer Mann. Hare Krishna. So, und bevor wir starten, haben wir ein paar glückverheißende Mantras, die wir immer chanten. Ich blende sie euch mal ein. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam namaskritya narang chaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udhirayet. Bevor man diese Srimad-Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayan, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayan Rishi, den allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Shiva Vyasadev, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrbietungen darbringen. Nashta prayeshva batreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktya bhavatinaishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache.
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Und schaltet gerne alle einmal euer Mikrofon ein. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vielen Dank. Und Nitai Gunamani, ich würde sagen, wir gehen schnurstracks zum heutigen Vers. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen und es wird nichts verdeckt, sonst sagt Bescheid. Und ich chante einmal das Sanskrit. Itam Sharad Pravri Shikavritur Harer Vishrinvatome Nusavam Yashomalam Sankirtya Manang Munibir Mahatmabir Bhakti Pravritatma Rajastamopaha. Interessanterweise, hier taucht dieses Wort hier auf. Das erinnert mich stark an Sankirtana. Und wir gucken mal in der Wortübersetzung. Itam, Sharad, Herbst, Pravrishikau, Regenzeit, Ritu, zwei Jahreszeiten, Harehe, des Herrn, Vishrinvataha, fortlaufend hörend, Me, ich, Anu Savam, ständig, Yashaha, Amalam, ungetrübte Herrlichkeit, Sankirtyamanam, gechantet von Munibihi, den großen Weisen, Mahaatmabihi, großen Seelen, Bhaktihi, hingebungsvoller Dienst, Pravritta, begann zu fließen, Atma, Lebewesen, Rajaha, erscheinungsweise der Leidenschaft, Tama, erscheinungsweise der Unwissenheit, Apaha, verschwindend. So bot sich mir während zweier Jahreszeiten, heißt es in der Übersetzung, der Regenzeit und des Herbstes die Gelegenheit, diese großen Weisen und großen Seelen ständig über die ungetrübte Herrlichkeit des Herrn Hari chanten zu hören. Als der Fluss meines hingebungsvollen Dienstes begann, verschwanden die Bedeckungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit. Erläuterung. Dem höchsten Herrn in transzendentaler Liebe zu dienen, ist die natürliche Neigung eines jeden Lebewesens. Dieser Instinkt ruht in jedem, aber durch die Gemeinschaft mit der materiellen Natur überlagern die Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit diesen Instinkt seit unvordenklichen Zeiten. Wenn ein Lebewesen durch die Gnade des Herrn und der Geweihten des Herrn, der großen Seelen, das Glück hat, mit den ungetrübten Geweihten des Herrn Gemeinschaft zu haben, und eine Möglichkeit bekommt, über die reine Herrlichkeit des Herrn zu hören, beginnt mit Sicherheit der hingebungsvolle Dienst, einem Flusse gleich zu strömen. Wie der Fluss so lange strömt, bis er den Ozean erreicht, so strömt reiner hingebungsvoller Dienst durch die Gemeinschaft reiner Gottgeweihter so lange, bis er das endgültige Ziel, transzendentale Liebe zu Gott, erreicht. Solche Ströme des hingebungsvollen Dienstes kann nicht aufhören. Im Gegenteil, er schwillt ohne Begrenzung immer mehr an. Der Strom des hingebungsvollen Dienstes ist so mächtig, dass auch jeder Zuschauer von dem Einfluss der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit befreit wird. Wenn diese beiden Eigenschaften der Natur beseitigt sind, ist das Lebewesen befreit und in seiner ursprünglichen Stellung verankert. So bot sich mir während zweier Jahreszeiten, der Regenzeit und des Herbstes, die Gelegenheit, diese großen Weisen und großen Seelen ständig über die ungetrübte Herrlichkeiten des Herrn Hari chanten zu hören. Als der Fluss meines hingebungsvollen Dienstes begann, verschwanden die Bedeckungen der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit. Prima. Ja, und wieder hören wir sozusagen aus Narada Munis früherem Leben, also auch im Bhagavatam finden wir die Antwort auf die Frage, und wie bist du eigentlich zum Krishna-Bewusstsein gekommen? Und interessanterweise, Narada Muni ist von selbst aus eigentlich auf dieses Thema gekommen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ihn
Vyasadeva da so großartig gefragt hat. Vielleicht wäre es auch unhöflich gewesen aus der Sicht von Vyasadeva. Und hier hören wir eben, wie Narada Muni berichtet, ja, mein Krishna-Bewusstsein fing eigentlich so an, dass ich ein kleiner Junge war, der Sohn einer Dienstmagd und Pilger, die vorbeikamen. Und wie wir hier hören, während der Monsunzeit, also die Regenzeit ist auch die Monsunzeit, diese Pilger, es waren Sadhus, genauer gesagt, Srila Prabhupada sagt, es waren Bhaktivedantas. Sie machten dort eben für diese Zeit dort, schlugen sie sozusagen ihr Zelt auf, wurden dann von der Mutter, sie war alleinstehend, versorgt mit einer Unterkunft und mit Nahrung, also mit Prasadam. Und der Junge half ihr dabei, kümmerte sich um die Wohlbelange dieser Pilger. Und die Pilger, die also diese Bhaktivedantas, das waren reine Gottgeweihte, sie fanden Wohlgefallen an den kleinen Jungen und sagten, wenn du möchtest, es stört uns nicht, wenn du in unserer Nähe sitzt und unseren Gesprächen lauscht. Wir sprechen nämlich über Krishna. Und wenn du da was herausziehen kannst, dann ist das für dich eine gute Sache. Und dieses Angebot nahm dann der Junge auch gerne in Anspruch. Und wie wir hier hören, ja, ich lese es nochmal vor, weil es so schön ist, so bot sich mir während zweier Jahreszeiten, der Regenzeit und des Herbstes. Also es ging wohl sogar weiter. Es war nicht nur die Monsunzeit, sondern es ging wohl weiter. Obwohl ich auch mal gehört habe, in Indien ist immer eine Jahreszeit 2 Monate. Nita Gunamani, hast du das auch mal gehört? Also wir haben ja hier die 4 Jahreszeiten, aber da sind es wohl 6. Habe ich auch so. Wird auch irgendwann mal, glaube ich, im Bhagavatam erwähnt. Also die haben da noch ein bisschen feinere Unterteilung. Und dann kommt es ja auch wieder hin, weil die Monsunzeit geht streng genommen tatsächlich 4 Monate. Das macht Sinn, ja. Genau, ich lese es nochmal vor. So bot sich mir während 2er Jahreszeiten, der Regenzeit und des Herbstes, die Gelegenheit, diese großen Weisen und großen Seelen ständig über die ungetrübte Herrlichkeit des Herrn Hari chanten zu hören. Ja, und jetzt kommt das Beispiel mit dem Fluss, dieses Gleichnis. Als der Fluss meines hingebungsvollen Dienstes begann, verschwanden die Bedeckungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit. Ja, und Nital Gunamani, da würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren, auch aus der Erläuterung. Da wird sogar noch von dem Ozean gesprochen, dass dieser Fluss so lange fließt, heißt es, bis er den Ozean erreicht. Und dann ist auch immer noch nicht Schluss. Und das hat mich dann an diesen Shikshastaka-Vers erinnert, den ich auch hier mit dabei habe. Und der sogar im 1. Kanto werden die ganzen 8 sogenannten Shikshastaka-Gebete, die werden hier in der Einleitung einmal sozusagen präsentiert von Srila Prabhupada. Und da heißt es im allerersten Vers, für die, die nicht wissen, was diese Shri Shri Shikshastaka-Verse sind, das sind die einzigen schriftlich aufgezeichneten Überlieferungen oder sagen wir mal Werke von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Also er hat in seiner ganzen Lebenszeit nur 8 Verse aufgeschrieben. Und die sind aber sehr, sehr tief. Also über die kann man eigentlich sein ganzes Leben jeden Tag meditieren. Das ist wirklich sehr, sehr tief einfach. Und ich lese euch mal den ersten Vers vor. Cheto darpana marjanam bhava maha davagni nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Pratipatam
Purnamritasvadanam Sarvatmasnapanang Parang Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Und in der Übersetzung heißt es: Höchster Ruhm dem Shri Krishna Sankirtana, der das Herz von allen seit unvordenklichen Zeiten angesammelten Unreinheiten befreit und das Feuer des bedingten Daseins der sich wiederholenden Geburten und Tode löscht. Die Sankirtana-Bewegung ist die größte Segnung für die Menschheit, da sie die Strahlen des segensspendenden Mondes verbreitet. Sie ist das Leben allen transzendentalen Wissens. Sie lässt, und jetzt kommt es, sie lässt den Ozean der transzendentalen Glückseligkeit ständig anschwellen und befähigt uns, den reinen Nektar zu kosten, nachdem wir uns seit Ewigkeiten sehnen. Nita Gunamani, was sagst du dazu? Ja, was kann ich dazu sagen? Ja, das taucht ja öfters auf, dieses Gleichnis mit dem Ozean. Und was ich jetzt interessant finde, ist mal wieder, dass wir so oft hier mit dieser Tatsache konfrontiert werden, dass es immer mit den Geweihten des Herrn irgendwie zusammenhängt. Ne? Also Prabhupada schreibt ja auch, mit den ungetrübten Geweihten des Herrn Gemeinschaft zu haben und durch die Gemeinschaft reiner Gottgeweihter strömt dieser hingebungsvolle Dienst so lange, bis er das endgültige Ziel erreicht. Und auch das Wort Sankirtan alleine heißt ja auch schon, also Sang heißt ja auch gemeinsam oder in Gemeinschaft oder zusammen. Sangha ist ja auch eine Gemeinschaft. Sankirtan heißt ja nicht einfach nur Kirtan, sondern es ist ja Sankirtan, das heißt das gemeinsame Chanten. Und das kommt immer wieder durch, ne? Dass durch Krishna durch seine Geweihten praktisch sich auch verbreitet. Und ja, dieser Ozean ist interessant, ne? Also wir einmal, wenn der einmal anfängt, dieser Fluss loszuströmen, dann wird er nicht mehr aufgehalten, heißt es. Das finde ich eigentlich ziemlich ermutigend. Wenn man einmal anfängt, wird dieser Fluss irgendwann in den Ozean fließen. Also es gibt anscheinend keine Möglichkeit, das aufzuhalten. Ich hatte auch mal so eine direkte Erfahrung mit sowas. Wir sind mal früher, in jungen Jahren sind wir mal nach Lappland gefahren und wollten da eine, wie soll ich mal sagen, eine Outdoor-Experience haben, also eine, das heißt, wir waren 15, 16 oder so und wir waren vier Jungs und wollten mal in Lappland im Nationalpark einfach ein paar Wochen in der Wildnis überleben. Das war auch schon über dem nördlichen Polarkreis drüber, es war also nachts nicht mehr dunkel in der Sommerzeit und das war also eine ganz tolle Erfahrung. Ich war auch mit Agastya Muni, den kennst du ja auch. Und unsere Clique halt hier, ne, aus Burgwedel. Und da gingen wir so einen Berg hoch und man durchwanderte manchmal so verschiedene Klimabereiche. Also man lief manchmal durch Schnee, manchmal durch Birkenfelder, man musste Flüsse durchqueren. Also es war richtig abenteuerlich und wir liefen da so einen Berg hoch und es war wie so ein Trampelpfad. Ne? Und wir merkten, es wird jetzt immer höher. Und auf einmal kam uns auf diesem Weg so ein Wasserschwall entgegen. Wir merken, dass wir eigentlich in einem ausgetrockneten Flussbett liefen. Und jetzt wurde dieses Flussbett halt wieder gefüllt. Ne? Und wir merken, okay, jetzt können wir hier nicht weitergehen. Jetzt müssen wir irgendwie auf die Seite gehen. Und ich hatte sowas vorher noch nie erlebt, ne? Dass auf einmal ein ausgetrocknetes Flussbett wieder geflutet wurde. Und zwar relativ intensiv. Und man sah dann, dass dieser Fluss jetzt sich langsam aufbaute und halt herunterlief. Ne? Ist jetzt nicht so spektakulär, wie ich es vielleicht angedeutet habe. Aber für mich war das mal so eine Erfahrung zu sehen, wie so ein Fluss praktisch aus dem Nichts auftauchen kann. Ja, und dieser Fluss bahnte sich halt so seinen Weg und floss dann in einen anderen Fluss rein und irgendwann erreicht dann dieser Fluss halt auch mal die Nordsee. Ne? Und
Ich finde das, wie gesagt, sehr ermutigend, dass wenn man einmal anfängt, irgendwie in Gemeinschaft von Devotis, von Geweihten über Krishna zu hören, dann geht es anscheinend immer weiter. Also Krishna hat einen sozusagen am Haken, wenn man mal hier in der im nautischen Bereich mal ein bisschen bleiben mag, und lässt einen anscheinend nicht mehr los. Und irgendwann werden wir diesen Ozean erreichen. Also, wenn ich das richtig verstehe, ihr wolltet gerade ein Flussbett überqueren, das ausgetrocknet war? Nee, wir liefen praktisch dieses Flussbett den Berg hoch. Also ihr dachtet, das... Wir dachten, es wäre ein Weg, ein Trampelpfad, aber es war einfach ein ausgetrocknetes Flussbett, diesem wir halt der Länge nach folgten, ohne es zu wissen. Dann kam uns dieses Wasser praktisch entgegen. Also war nicht gefährlich oder so, es war einfach nur überraschend. Und wenn man es jetzt ganz poetisch machen wollte, könnte man ja sagen, dass unsere ausgetrockneten Flussbette unseres Lebens jetzt auf einmal geflutet werden durch das Hören des heiligen Namens. Und, also du hast so eine Art Moses-Pharao-Erfahrung gemacht. So eine kleine. Mit ganz viel Fantasie, ja. Okay. Nein, also es war auch wirklich eine interessante Zeit, weil wir hatten auch gerade so vom Krishna-Bewusstsein mitbekommen, also unser Fluss hat auch gerade angefangen zu fließen. Und wir waren jetzt in dieser Wildnis und staunten einfach nur über diese Naturerfahrung, die wir da machten. Und haben auch schon uns über das transzendentale Thema so ein bisschen unterhalten. Ich war auch das zweite Mal da, dann nur mit Agastya Muni alleine, und wir hatten schon das Bhagavatam dabei und hatten dann auch schon gelesen in Lappland. Das war auch irgendwie speziell, in dieser Natur im Bhagavatam zu lesen. So viel fällt mir jetzt gar nicht dazu ein mehr. Das ist ja schon mal einiges. Ja, also auch nochmal an die lieben Zoom-Teilnehmer, falls ihr da Fragen oder Kommentare habt, benutzt gerne das Chatfenster, dann können wir das hier noch mit aufgreifen. Und ja, also eine Sache, die mir hier auch noch auffällt, ist das mit dem Dienen. Und zwar, wo habe ich die Stelle gelesen? Es geht eigentlich gleich am Anfang los. In der Erläuterung schreibt Srila Prabhupada: Dem höchsten Herrn in transzendentaler Liebe zu dienen, ist die natürliche Neigung eines jeden Lebewesens. Dieser Instinkt ruht in jedem, aber durch die Gemeinschaft mit der materiellen Natur überlagern die Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit diesen Instinkt seit unvordenklichen Zeiten. Ist ja auch ganz interessant. Also man spricht ja normalerweise, wenn man von Instinkt redet, dann hat man eher so Tiere im Visier. Also, aber hier, also wenn man das Wort Instinkt mal genauer betrachtet, das ist etwas, was man nicht abstellen kann. Also ein Tier zum Beispiel, man sagt, das Tier kann nichts dafür, der Hund kann nichts dafür, dass der Hund gebissen hat. Das ist, der hat aus seinem Instinkt gehandelt. So, also man kann das nicht von dem Tier trennen. Oder ein Skorpion, der sticht, das ist, der kann darüber nicht nachdenken. Soll ich das jetzt machen, soll ich das jetzt nicht machen? Es gehört zur Natur des Skorpions. Also da muss ich euch ganz kurz eine Skorpion-Geschichte erzählen. Und zwar ein Skorpion war am Flussufer, du sprachst ja gerade von einem Fluss, aber dieser Fluss war ziemlich breit und der Skorpion wollte auf die andere Seite seine Verwandten besuchen. Aber er kam nicht drüber, er war halt ein Skorpion. Skorpione können nicht schwimmen. Doch dann kam ein Kamel und der Skorpion dachte, oh, das trifft sich gut. Das Kamel kann mich dann oben auf seinen Rücken nehmen und Kamele können schwimmen. Und so fragte er dann das Kamel: Ja, hallo Kamel, du willst ja auch darüber, kannst du mich oben auf deinen Rücken, darf ich dort Platz nehmen und dann schwimmst du darüber? Ich muss unbedingt meine Verwandten besuchen. Und das Kamel sagte: Nee, das ist keine gute Idee, du bist doch ein Skorpion.
Und Skorpione sind bekannt dafür, dass sie stechen. Und stell dir vor, du stichst mich. Und dann sagte der Skorpion, ja, überleg doch mal, wie bescheuert wäre ich dann denn, wenn ich dich mitten im Fluss stechen würde mit meinem Stachel. Wir würden ja beide gemeinsam untergluckern. Also so bescheuert kann man ja gar nicht sein. Also das ist doch eigentlich völlig logisch, dass ich dich nicht steche. Ah, ja, also ich weiß nicht so recht, sagte das Kamel. Und nach langem Hin und Her überredete der Skorpion dann tatsächlich das Kamel, ihn damit rüberzunehmen, setzte sich oben auf seinen Höcker und dann fing das Kamel an, über den Fluss zu schwimmen. Ein sehr breiter, gefährlicher Fluss, aber das Kamel kannte seinen Torrent. Und was passierte mitten, also genau in der Mitte des Flusses, stach der Skorpion zu. Und das Kamel spürte den Stich, dachte, verdammt, und spürte auch schon, wie langsam seine Gliedmaßen gelähmt wurden. Und es sprach noch so, also wie bescheuert muss man denn sein? Wie kannst du mich denn hier mitten, jetzt gehen wir gemeinsam hier unter. Und der Skorpion sagte, ja, ich weiß auch nicht, es ist halt meine Natur, es ist mein Instinkt. Ich kann da nichts für. Ich hatte einfach plötzlich diesen unglaublichen Drang, dir in einen deiner Höcker zu stechen. Gut, ja, aber zurück nochmal zum Text. Also Schiller Prabhupada sagt, dass diese Neigung zu dienen, die ist in jedem Lebewesen vorhanden. Die Frage ist jetzt nur, worauf richtet man diese Neigung oder wenn man es Instinkt nennen möchte, worauf richtet man seine Neigung, dienen zu wollen? Ja. Mir fällt auch noch eine Sache ein, wo du gerade darüber sprichst, über diesen Instinkt. Prabhupada sagt ja, also eigentlich ist es für uns völlig natürlich, Krishna zu dienen und angezogen zu sein zu Krishna. Und dass wir es halt im Moment einfach nur überlagert haben durch die Erscheinung von der Leidenschaft und Unwissenheit. Und später in der Erläuterung sagt Prabhupada ja auch, jeder Zuschauer, der so einen Austausch von Gottgeweihten mitbekommt, der wird dadurch auch von diesen Erscheinungsweisen befreit. Und du kannst dich bestimmt auch daran erinnern, es gibt verschiedene Situationen, wo man das manchmal so betrachten kann. Ich habe mich jetzt gerade erinnert an so ein paar Ratha Yatra Festivals, wo so dieser Wagen von Jagannath sich durch die Fußgängerzonen oder durch die Straßen so zieht und die Devotees vorne so Kirtan machen und dann gehen so die Fenster auf von den Bürohäusern und Leute gucken so raus, was ist denn hier jetzt los? Oder Passanten stehen da und versuchen das irgendwie so einzuordnen, was da gerade für ein Spektakel abläuft. Und man sieht bei manchen Leuten, die sind so hin und her gerissen, so zwischen völligen, also die können das überhaupt nicht einordnen, die wissen nicht, welche Aliens gerade gelandet sind hier, welche Lebensformen sie gerade vor sich sehen. Und auf der anderen Seite sind sie aber irgendwie so angezogen. Ne? Also irgendwie der Instinkt wird irgendwie berührt und sie gucken einfach und freuen sich manchmal auch oder klatschen mit und sind auch wirklich irgendwie happy dabei. Ne? Oder wenn man irgendwie einen Harinam macht draußen, also man setzt sich in die Fußgängerzone und chantet die heiligen Namen, dann sieht man ja auch manchmal interessante Begebenheiten, interessante Reaktionen von den Leuten. Und oft sieht man diesen Instinkt, wie er einfach so berührt wird, ne? Dass Leute einfach, ohne selbst zu verstehen, irgendwie sich angezogen fühlen, ne? Oder einfach stehen bleiben. Und, ne? Also das sieht man immer wieder, dass sogar Zuschauer, die es irgendwie mitkriegen, dass die sich irgendwie so auf einmal angezogen fühlen und dadurch auch
Da ich auch was passiert, fällt mir noch was ein. Wir haben früher immer, also unsere Clique, von der ich gerade vorhin erzählt habe, wie wir in Lappland waren, wir haben dann so das Krishna-Bewusstsein hier in Hannover kennengelernt bei den Sonntagsfesten, die Yogeshwara und Ramba immer organisiert haben in der Osterstraße. Und also das ist schon 30 Jahre her, nur dass wir das nochmal betonen. Ja, ja. Da habe ich euch auch kennengelernt, Shiv Atma und dich, Param Shriya. Da wart ihr auch da. Ich kann mich noch erinnern, hat mir Shivatma erzählt über die Unwichtigkeit des Abiturs. aber nicht in der Form, dass ich jetzt einfach aufhöre oder so, sondern dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist und dass ich mir nicht so viel Sorgen machen brauche, weil es eigentlich wichtigere Sachen gibt im Leben. Das war sehr erleichternd für mich. Wie auch immer, auf jeden Fall waren wir, unsere Clique war dann an diesem Sonntagsfest. Und wir kamen nach Hause und schauten irgendwie nochmal alle zusammen irgendwie bei mir zu Hause ins Wohnzimmer vorbei. Und meine Mutter, die saß auf dem Sofa und die guckte so auf und sah uns und fragte so, was ist mit euch denn los? Ihr seht ja so, ich weiß nicht mehr, was für ein Wort zu benutzen, ihr seht ja irgendwie so erfrischt aus, so wach. Also der ist das richtig aufgefallen, dass wir reinkamen und irgendwie so anscheinend ein bisschen befreit waren von den Eigenschaften der Unwissenheit und Leidenschaft. Das ging dann auch schnell wieder weg. Also wir haben dann auch wieder alles möglich getan, um diese Eigenschaften uns wieder bedecken zu lassen. Aber irgendwie hat sie das mitgekriegt. Wir sahen irgendwie anders aus als sonst. Ne? Und ja, wir waren auch Zuschauer des Sonntagsfests. Hat irgendwie eine Wirkung gehabt. Wow, wow. Ja, und hast du dein Abitur gemacht eigentlich? Ja, mit Ach und Krach, damit ich es dann hatte. Okay. Das war wirklich schwer für mich, weil, also schwer sowieso, aber was es wirklich dann noch schwerer gemacht hat, ich hatte dann wirklich die Bücher von Prabhupada bekommen, so im letzten Jahr vom Abitur. Und irgendwie machte das alles dann noch viel weniger Sinn, was ich da lernen sollte. Und ich habe dann auch immer im Unterricht manchmal gelesen, aber halt Bücher von Prabhupada irgendwie. Und das war dann wirklich schwer, das noch irgendwie zu Ende zu bringen, weil das hat sich so sinnlos angefühlt. Also ich war dann froh, dass ich es irgendwie gemacht habe und alles. Ich habe es zwar dann auch gar nicht mehr richtig gebrauchen können. Aber also Shivatma hatte nicht ganz Unrecht. Er hatte nicht Unrecht, aber ja, ich war dann happy, dass ich es irgendwie gemacht habe. Meine Eltern waren auch froh. Und aber es war schon ziemlich Überwindung, muss ich sagen. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Interessanterweise, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur soll wohl auch während der Universitätsvorlesungen einfach Pratana von Narottam Das Thakur gelesen haben und andere heilige Bücher. Und irgendwann wurde der Professor etwas irritiert. Man kann doch nicht während meines Unterrichts einfach gleichzeitig in irgendwelche Bücher reinschauen, der kriegt doch gar nichts mit, was ich hier sage. Und dann hat er den Bhaktisiddhanta Saraswati so mal zur Rede gestellt, was das denn solle. Und als Antwort war, nee, ich folge dem Unterricht. Ja, aber was habe ich denn gesagt? Ja, Sie haben das und das gesagt und das und die Lösung ist übrigens das. Ja, also ich weiß nicht, wie das bei dir war. Bei mir war es genau andersrum. Also ich habe dann nichts mehr mitgekriegt. Prima. Ja, vielleicht doch mal zum Abschluss. Ich habe hier im Nektar der Hingabe eine schöne Passage nochmal herausgesucht, die mich eigentlich jedes Mal, man sagt heute in der Jugendsprache, jedes Mal flasht, also die mich jedes Mal bewegt. Ich bin halt jeden Tag auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen und da kommt man dann mit dieser Sprache in Berührung. Kann ich euch kurz mal erzählen, das ist super lustig, ganz kurz. Meine Aufgabe ist ja auch, Diktate zu korrigieren. Und dann kam da so ein Junge mit seinem Diktat und ich fing dann an zu korrigieren. Es war eigentlich nur ein kleiner Text und es stellte sich heraus, mein Rotstift hörte gar nicht mehr auf, Markierungen zu machen. Und wir waren dann irgendwann bei 44 Fehlern.
Und so nach 20 Fehlern, er merkte so, langsam färbte sich das ganze Blatt immer mehr rot. Es waren fast mehr rote Zeichen als blaue Buchstaben drauf. Und dann guckte er mich an. Herr Rabe, chill mal dein Leben. Komm mal runter. Also ich war so bei, hier fehlt ein Komma, hier sind die Tüdelchen nicht da. Sehr wird mit Tage. Chill mal dein Leben. Ich musste so lachen, dass ich aufhören musste. Also ich war erst mal eine halbe Minute bei, mich abzureagieren. Na gut, also ich lese es euch mal vor. Ich war also geflasht von dieser Erläuterung. Und zwar im Vorwort schreibt Srila Prabhupada, Bhakti bedeutet hingebungsvoller Dienst. Jeder Dienst hat etwas Anziehendes an sich, das den Dienenden antreibt, weiter zu dienen. Jeder von uns in dieser Welt verrichtet ständig eine bestimmte Art von Dienst. Und der Antrieb zu diesem Dienst ist die Freude, die wir aus ihm ziehen. Getrieben von der Zuneigung zu Frau und Kindern, arbeitet ein Familienvater Tag und Nacht. Ein Philanthrop ist in ähnlicher Weise aus Liebe zur größeren Familie tätig und ein Nationalist für die Sache seines Landes und seiner Landsleute. Die Kraft, die den Familienvater, den Philanthropen und den Nationalisten antreibt, nennt man Rasa oder eine Art von Stimmung oder Beziehung, deren Geschmack sehr süß ist. Bhakti-Rasa unterscheidet sich von dem gewöhnlichen Rasa, den weltlichen, den weltliche Menschen genießen. Solche Menschen mühen sich Tag und Nacht ab, um eine bestimmte Art von Rasa zu kosten, die als Sinnenfreude erfahren wird. Der Genuss oder Geschmack des weltlichen Rasa währt jedoch nicht lange und deshalb neigen weltliche Menschen dazu, die Art ihres Genusses ständig zu wechseln. Auch interessant. Ein Geschäftsmann ist nicht damit zufrieden, die ganze Woche nur zu arbeiten. Zum Wochenende wünscht er sich eine Veränderung und begibt sich daher an einen Ort, wo er sein Geschäft zu vergessen versucht. Nachdem er das Wochenende mit Vergessen verbracht hat, wechselt er seine Rolle wieder und wendet sich seinen Geschäften zu. Materielle Beschäftigung bedeutet, einen bestimmten Zustand eine Zeit lang anzunehmen und ihn dann zu wechseln. Dieses Hin und Her nennt man in Sanskrit Bhoga Tyaga, was bedeutet, dass Sinnenfreude und Entsagung ständig miteinander abwechseln. Ein Lebewesen kann nicht bleibend Sinnenfreude genießen oder Entsagung üben. Fortlaufend findet ein Wechsel statt. Und wir können aufgrund unserer ewigen wesenseigenen Stellung in keinem der beiden Zustände glücklich sein. Auch interessant. Sinnenfreude hält nicht lange an und heißt deshalb Chapala Sukha, flackerhaftes Glück. Ein gewöhnlicher Familienvater zum Beispiel, der Tag und Nacht schwer arbeitet, um seinen Angehörigen ein Leben in Wohlstand zu bieten, kostet dadurch eine Art von Rasa. Doch all sein materielles Glück endet mit dem Ableben des Körpers. Der Tod gilt daher als der Repräsentant Gottes für die atheistischen Menschen. Die Gottgeweihten erkennen die Gegenwart Gottes durch hingebungsvollen Dienst, wohingegen die Atheisten die Gegenwart Gottes in Form des Todes erkennen. Mit dem Tod ist alles vorbei und man muss ein neues Lebenskapitel in einer neuen Situation beginnen, die höher oder niedriger sein kann als die vorangegangene. Eines ist gewiss, die Ergebnisse aller unserer Handlungen, ob im politischen, sozialen, nationalen oder internationalen Bereich, werden mit dem Ende des Lebens null und nichtig gemacht. Genau. Ja, finde ich sehr interessant. Diese Neigung, wir hören auch hier, dass Menschen, die eben nicht im Krishna-Bewusstsein aktiv sind, auch ständig dieses Streben empfinden, ich möchte dienen. Wir haben hier das Beispiel gegeben, entweder dient ein Familienvater zum Beispiel seiner Familie oder ein Nationalist. Es gab ja in der Geschichte auch so
Menschen, die beherzt sich für ihre Nation eingesetzt haben. Mir kommt da gerade so einer im Kopf, der so vor 80 Jahren hier in Deutschland sein Unwesen trieb. Der war wirklich davon überzeugt, sein Volk zu dienen. Und in der Erläuterung sagt Srila Prabhupada, dass eben dieser Geschmack, diese Beziehung, dieser Antrieb ist. Also eine Beziehung zu seinen Kindern, eine Beziehung zu seiner Frau oder zu seiner Nation. Und um zurückzukommen auf diesen Vers heute, diese Beziehung sollte eben auf die höchste Persönlichkeit Gottes gerichtet werden. Hier sollten wir unsere stärkste Beziehung für uns erkennen und verwirklichen. Nitai Gunamani, was würdest du dazu sagen? Ja, das, ne, das ist dieser Paradigmawechsel, das ist eigentlich, dass wir eigentlich nicht ohne Dienst können, dass wir eigentlich die ganze Zeit am Dienen sind. Du hast gesagt, ne, man dient seiner Familie, seiner Nation, seinem Volk vielleicht oder auch seinen Sinnen. Ne? Und das kann keiner abstellen, weil das ist für uns, wie für den Skorpion, den du vorhin angesprochen hast, das gehört einfach zu seiner Natur. Ne? Das ist einfach drin. Und wenn man das halt wirklich auf Krishna richten kann und auf seine Geweihten, dann ist man auch wirklich so zufrieden, dass man einfach, weil man einfach richtig situiert ist. Ne? Nur dann kommt dieses endlose Streben endlich mal zur Ruhe und findet seinen richtigen Platz in dem Sinne. Ja. Genau, wo du von endlos sprichst, dieser Dienst zu Krishna, der ist dann aber auch nicht endlich, sondern wie wir hier in der Erläuterung lesen, der ist auch endlos. Aber diese Endlosigkeit ist immer verbunden mit einer großen Freude, mit einer großen Zufriedenheit, die immer mehr anschwillt, wie hier beschrieben wird, wie ein Ozean. Ja, finden wir viele Beispiele, ne? dass man immer auf so sein Objekt des Dienstes hier in der materiellen Welt, das ist so, man geht von einem zum anderen und kommt nie nirgendwo zur Ruhe, ne? Weil man nie eben dieses wirkliche Ziel findet. Ne? Man dient und man merkt, oh nee, das ist jetzt nicht das Richtige. Dann erweitere ich vielleicht meinen Dienst auf meine Gemeinde und merke dann aber auch, das ist auch nicht das Richtige. Man sucht immer, wo man seinen Dienst praktisch anwenden kann. Ne? Also so eine Art endlose Unzufriedenheit. Ja. Und auf der spirituellen Ebene genau das Gegenteil, endlose, anschwellende Freude. Interessant. Prima. Ja, ich würde sagen, da sind wir doch dem Vers und der Erläuterung ein Stück weit auf den Grund gegangen. Morgen, das wollte ich nur noch mal kurz ankündigen, haben wir den Pracharananda Das hier zu Gast aus den USA, der aber richtig gut Deutsch spricht und für das Bhaktivedanta-Institut arbeitet und auch in einer Gurukula, in einer Krishna-Schule als Lehrer tätig ist. Also sozusagen ein Berufskollege von mir. Und wir haben morgen gleichzeitig den Erscheinungstag von Sri Ramachandra. Darüber wollen wir dann auch hören, über die sehr anziehende Inkarnation Krishnas als Prinz oder als König. Sehr berühmt, der Affendiener Hanuman ist dabei. Und das Ganze findet morgen aber für alle unsere Live-Zuschauer um 10.30 Uhr statt um 8 Uhr. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Nitai Gunamani Prabhu für deinen Besuch und auch bei allen live dazu geschalteten Zoom-Teilnehmern, auch die noch nachträglich dazu kamen. Und ja, wir können ja mal zum Abschluss, greife ich mal zu meiner Ukulele. Und wenn ihr live dabei sein wollt, wenn ihr auch das Feeling, das Live-Feeling
Bhagavatam, das tägliche Bhagavatam zu hören, erfahren wollt, in der Videobeschreibung findet ihr den Zugangslink zu unserem Zoom-Call. Und ansonsten, falls euch das nicht möglich sein sollte, lasst gerne ein Abo da. Wir freuen uns auch über nette Kommentare oder auch über Fragen. Wir haben meistens immer am Donnerstag unseren Frage- und Antworten-Tag. Prima. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Oha. Da. Diese Töne hört der Nitai Gunamani viele Stunden am Tag, wo seine Schüler dann erstmal lernen müssen, wie sie eine Gitarre stimmen. Ist doch so, oder? Ja. Okay. Hare Krishna. Also schaltet gerne eure Kamera und eure Mikrofone ein, wenn ihr mögt. Dann können wir hier zusammen Sankirtana, das gemeinsame Chanten des heiligen Namens, erfahren, auch unter etwas ungewöhnlichen Umständen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,